Lichtberg, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Sie sind ein international gefragter Bestsellerautor. Ihr neues Buch Gier hat es auf Anhieb auf den 8. Platz der Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Gratulation dazu. Sie treffen offensichtlich den Nerv der Zeit und das Interesse Ihres Publikums immer wieder. Wie wählen Sie eigentlich die Themen Ihrer Bücher aus? Das muss im Prinzip im Allgemeinen 2 bis 3 Kriterien erfüllen. Erstens muss es mich interessieren. Zweitens muss es ein Thema sein, das nicht schon in der Breite irgendwie behandelt wurde in dieser Form. Und drittens suche ich immer etwas, was einen wissenschaftlichen Hintergrund bildet für die Geschichte. Also ohne wissenschaftlichen Hintergrund kann das Thema noch so spannend sein, mache ich es eigentlich nicht. Wie viel Recherche steckt in den Büchern? Ziemlich viel, wobei es im Allgemeinen so ist, dass ich mich mit den Themen schon sehr lange beschäftige. Also wenn man sich anschaut bei meinem Roman Helix, der 2016 zuerst auf Deutsch erschienen ist, wo es um Gentechnik geht und andere derartige Themen der Biotechnologie, habe ich festgestellt, ich habe Manuskriptentwürfe gefunden, die 10 Jahre alt waren, weil ich mich mit dem Thema schon mal beschäftigen wollte, mir es damals aber noch zu viel Science Fiction war. Also da sieht man, dass ich mich schon sehr eingehend, sehr lange mit vielen Themen beschäftige. Und wenn es dann soweit ist, dass ich sage, okay, diesmal wirklich Buch, dann geht die Recherche halt noch einmal tief hinein. Das dauert dann vielleicht noch einmal ein Jahr. Und da fange ich aber parallel schon an, den Plot zu entwerfen und auch schon zu schreiben. Und während des Schreibens wird immer noch nachrecherchiert. Die meisten Ihrer Bücher fokussieren auf Schlüsseltechnologien, auch Schlüsselereignisse, die mit diesen Technologien zu tun haben, bieten dann auch Thriller-Elemente und sind teilweise Science-Fiction. Wie entwickeln Sie den Fiction-Teil? Naja, im Allgemeinen versuche ich ja möglichst nah an der Realität zu bleiben. Es ist vielleicht am ehesten bei Helix am weitesten in die Science-Fiction auch gegangen. Wenn man sich überlegt, Blackout ist ein ganz klares, reines Szenario, ein What-If, was wäre wenn-Szenario, was wäre, wenn der Strom ausfällt oder unsere Infrastrukturen in irgendeiner Form kollabieren. Zero, die Technologien, die drin vorgestellt wurden, als das Buch 2014 erschien, waren alle schon da, und wenn ich drin beschreibe, wie man Wahlen manipulieren kann mit Social Media beispielsweise, was wir später im Cambridge Analytica-Skandal ja auch gesehen haben, dann war das damals auch schon bekannt, zumindest die Wissenschaft. Grundlagenpapiere waren ja da und wurden zu dem Zeitpunkt in Wahrheit auch schon angewendet, wie wir heute wissen. Also in Wahrheit nehme ich mir immer das Thema her und schaue dann, wie kann ich die Inhalte, die es hier ja theoretisch gibt, wie kann ich die in Szenen und in Handlung umsetzen? Also wie schaut das dann aus, wenn plötzlich alles gemessen und überwacht wird hier bei Zero? Oder was bedeutet es, wenn ich ein Smart Home habe, weil wenn man überlegt, bei Blackout beispielsweise werden ja unter anderem, um den großen Stromausfall herzuführen, Smart Meter ausgeschaltet in Schweden und in Italien. Und die Smart Meter standen ja damals, als ich das Buch entwarf, 2010 etwa, standen ja nur als Stellvertreter für das kommende Smart Home, Smart Grid und Co., also für diese zunehmende Vernetzung unseres Alltags. Heute würde ich womöglich gar nicht mehr einen Smart Meter hacken, sondern die App, mit der ich das Smart Home steuere. In der Vorbereitung Ihrer Bücher legen Sie großen Wert auf gute Recherche. Ihr Buch Zero wurde auch zum Wissensbuch des Jahres 2014 ausgezeichnet in der Kategorie Unterhaltung. Als Sie damals zum Thema recherchiert haben, zu Big Data, Artificial Intelligence, Überwachung, was hat Sie damals am meisten überrascht? Naja, gleichzeitig das, was uns heute ja weiterhin irritiert, einerseits die Unbedarftheit des Gros der Leute, sich mit den Themen überhaupt auseinanderzusetzen und auch was es an Konsequenzen bedeutet letztendlich. A. Und B, damals zumindest noch der große Widerstand auch von Teilen der Verantwortlichen, die etwas machen könnten, nämlich Politik und Wirtschaft, etwas gegen vor allem den Überwachungswahn zu tun, dem wir ausgesetzt sind, zunehmend, beziehungsweise in den wir uns ja bis zu einem gewissen Grad leider auch freiwillig hineinbewegt haben oder hineingelockt wurden.
Gab es Weiterentwicklungen, die über Ihre damaligen Ideen und Vorstellungen noch hinausgegangen sind? Was wirklich ja für mich verblüffend war, in Zero beschreibe ich also ein Szenario, wo ein Facebook-artiges Unternehmen ein Experiment anstellt, mit dem es seine User manipuliert. Und es war ja wirklich so, dass in der Erscheinungswoche des Buches, der deutschen Version, Facebook bekannt gegeben haben, dass sie mehr oder minder genauso ein Experiment durchgeführt hatten, schon in ein, zwei Jahre davor. Also im Wesentlichen hat sich einfach alles bestätigt. Ein Element im Buch Zero ist die breite Anwendung von Datenbrillen. Das hat sich bis heute noch nicht durchgesetzt. Ja. Google Glass war eine angekündigte Revolution des Alltags, die nicht stattgefunden hat. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach? Ich glaube, dass es daher wirklich nicht zuletzt das zwar vielleicht intuitive Gefühl war, dass das eine Grenze überschreitet, was beispielsweise Privatsphäre betrifft. Und dass die Menschen deswegen hier gemerkt haben, okay, das geht zu weit. Vielleicht auch dadurch, dass es im Gegensatz zu den anderen Technologien, die ja so invasiv sind in unsere Privatsphäre, dass es ein sehr schönes Symbol war, dass man angreifen und buchstäblich ja begreifen konnte. Plötzlich hat man bemerkt, da sieht mich jemand, da durchschaut mich jemand buchstäblich mit diesem Ding. Und es bleibt abzuwarten, ob wir nicht innerhalb der nächsten 15 Jahre trotzdem sowas noch bekommen werden. Dann vielleicht eh auch gleich als Linsen, gibt es ja auch schon, wo es ja bereits durchaus Einzug gehalten ist, hat es in diversen Berufen. Also vielleicht kommt es auch über die Schiene rein. Von Internet of Things, Big Data und Artificial Intelligence wird erwartet, dass hier die Menge der Sensoren, die Menge der Daten, die generiert werden, noch massiv zunehmen wird. Mhm. Wie weit, denken Sie, wird das Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und unser tägliches Leben haben? Das wird natürlich zunehmend. Einmal, wenn man das linear weiterdenkt, das Weitertreiben, was wir heute schon haben, dieses Analysieren von Daten, worin man ja inzwischen ganz gut ist, obwohl, wenn man sich manche Dinge anschaut, dann auch wieder nicht so gut ist, das wird sicher enorm weitergetrieben noch werden. Und wir werden hier lernen müssen, noch zunehmend damit umzugehen, nämlich allein schon in der Analyse, wenn ich mir allein Dinge hernehmen, wenn man in den letzten ein, zwei Jahren drauf gekommen ist, dass beispielsweise so Analysealgorithmen längst nicht so neutral sind, wie man immer gedacht hat. Also mir fällt spontan natürlich ein die ProPublica-Veröffentlichungen der letzten zwei Jahre zu Predictive Analytic Software in der amerikanischen Justiz, die festgestellt haben, diese Algorithmen sind rassistisch. Aus was für Gründen immer, weil man weiß es noch gar nicht, immer nicht richtig, warum die das sind, aber sie sind es. Dass also sowohl das Sammeln der Daten als auch das Analysieren der Daten längst nicht beispielsweise die Qualität hat, die wir von ihnen erwarten oder eine andere Qualität haben, als wir gedacht haben. Das sind also sicher so Faktoren, mit denen wir lernen, umgehen zu müssen, aber es wird natürlich massive Veränderungen haben. Allein, was ich sicher einen der wichtigsten Wechsel oder nicht Wechsel, Ergänzungen finde, Wissensgenerierung, dass wir nicht mehr nur Kausalitäten suchen, sondern dass wir eben ganz stark aus Korrelationen Wissen gewinnen, was auch wieder seine Tücken haben kann. Ne? Es gibt wunderbare Seiten im Internet, die uns Korrelationen zeigen, die nichts miteinander zu tun haben, kann sehr amüsant werden. Ich sehe die Herausforderung vor allem darin, hier nicht zu blind gewissen Ideen zu vertrauen, ohne damit aber dann das Kind wieder mit dem Bade auszuschütten, weil wir können daraus sehr viel gewinnen. Wir dürfen es noch nicht kritiklos tun. In ihrem Buch Zero sagt Karl Montag, ich zitiere, letztendlich sind den meisten Menschen Sicherheit und Bequemlichkeit wichtiger als Freiheit und Unabhängigkeit. Glauben Sie, dass das Thema Datenprivatheit in ein paar Jahren überhaupt kein Thema mehr sein wird? In Wahrheit ist es jetzt schon kein Thema mehr. Gut, es wurde zum Glück wieder zum Thema gemacht, beispielsweise durch eine Datenschutzgrundverordnung in der EU. Aber seien wir uns ehrlich, in der breiten Bevölkerung ist es nach wie vor kein großes Thema. Und
Ich darf mich da nicht einmal groß ausschließen. Auch ich trage so eine Dauerwanze Smartphone mit mir herum, verwende sie auch, aber das ist halt schwierig für einen Einzelnen hier was zu machen. Deswegen gut, dass es so eine Grundverordnung gibt. Ich glaube, die Grundkrux hier ist ja eher, dass wir in unserer Welt so zunehmend begonnen haben, Antagonisten aufzubauen, dass es entweder Sicherheit oder Freiheit geben kann, dass das in Wirklichkeit Sicherheit nur durch Freiheit geben kann und Freiheit nur durch Sicherheit, das müssen wir wieder lernen, aber da sind dann immer irgendwelche Interessen dahinter, die hier lieber Gegensätze konstruieren. Und da müssen wir, glaube ich, erst mal wieder wegkommen davon, aus dieser Denkweise in unserer Gesellschaft, die immer versucht, Pole aufzubauen statt Kooperationen. Nudging wird im Buch Zero auch erwähnt, auch Selbstoptimierung. Ihre Hauptfigur, Cynthia Bonsen, sagt dazu, allein die Tatsache der Überwachung sichert die Unterwerfung. Ist der freie Wille in Zeiten neuer Technologien und Digitalisierung nur eine Illusion? Naja, worauf sie hier anspielt, ist, dass wir ja ausreichend aus Studien, die bis in die 30er Jahre zurückreichen, wissen, dass Überwachung einen hohen Konformitätsdruck ausübt und dass wir deswegen anfangen, uns selber einzuschränken, dass wir uns eine Schere im Kopf haben. Es gibt auch Untersuchungen, beispielsweise nach den Veröffentlichungen von Edward Snowden, hat man umgefragt bei US-Journalisten und da hat ein Drittel hat gesagt, ja, dass sie inzwischen sich bei jedem E-Mail überlegen, wie sie das schreiben und was sie schreiben, was sie vorher nicht getan haben. Also da kommt schon so eine gewisse Selbstzensur rein in den Kopf. Und dieser Effekt ist ja, wie gesagt, experimentell ausreichend nachgewiesen. Die Folgen der Überwachung, Konformität und Aggression ist die zweite Folge bei einer kleineren Gruppe. Und insofern freier Wille, also der freie Wille wird dadurch nicht einmal zwingend eingeschränkt. Ich will dann halt was anderes oder sagen wir mal, ich entschließe mich dazu, was ja dann auch ein freier Wille ist schon noch, mich zu beschneiden. Also der freie Wille ist erstmal eigentlich nicht eingeschränkt, aber ich werde langfristig letztlich schon in meinen Denk- und vor allem auch Handlungsoptionen mich beschneiden. Und das finde ich das Problematische daran. Ne? Das ist A, eine Gefahr für eine freie, offene, diverse Gesellschaft, wenn ich den Konformitätsdruck zu hoch mache, weil dann kriege ich lauter Uniforme. Was mich immer wundert in dem Zusammenhang ist, dass die Wirtschaft da nicht viel, viel lauter aufschreit, weil in einem Wirtschaftssystem, wo einer der Haupttreiber von Erfolg, von Umsatz- und Gewinnsteigerungen Innovation ist. Und Innovation kommt nicht von konformen Denken, die kommt von Andersdenken, von Querdenken, von außerhalb der Bahnen, außerhalb der Konformität denken. Und wenn ich mir dann aber in dieser Überwachungsgesellschaft lauter Konformdenker heranzüchte, dann werde ich irgendwann ein Problem kriegen mit der Innovation. Also dann, wo kriege ich die Leute noch her, die mein Unternehmen vorwärts bringen können? Also eigentlich müsste es im Interesse der Wirtschaft sein, das abzustellen und zwar so schnell und so stark wie möglich. Es wird halt sehr kurzfristig gedacht, ja, oh, was kann ich marketingmäßig machen, das kann ich über meine Kunden wissen. Nur sind leider diese Kunden auch meine Mitarbeiter irgendwann, die dann zu konform sind, um mein Unternehmen noch mit Innovation zu füttern. In Zero werfen Sie noch die interessante Frage auf, ob man ein Instrument, das die Menschen besser macht, dabei aber manipuliert, einsetzen sollte oder nicht. Zugleich sehen wir heute, dass Politik zumindest scheinbar immer dümmer, die Menschen immer aggressiver und die Lösung aktueller Probleme immer weiter in die Zukunft geht. Aktuelle Probleme, große Weltprobleme werden immer weniger angegangen. Wäre Artificial Intelligence eine Lösung? Ist die Menschheit reif, unter Kuratel gestellt zu werden? Also erstens einmal diese Frage
besser machen. Wenn eine Software einen besser machen soll, stellt sich ja zuerst einmal diese normative Frage, wer definiert besser eigentlich? Das ist ja heute schon ein bisschen dieses Problem, wenn es da diese Lifestyle-Apps gibt, die mir sagen, wie du gesünder wirst, wie du klüger wirst, wie du sexier wirst, wie du fitter wirst und so weiter und so fort. Wer definiert eigentlich die Parameter, die da drinnen sind? Warum soll ich ausgerechnet 10.000 Schritte am Tag gehen? Warum soll ich ausgerechnet das essen oder jenes? Gerade bei der Ernährung finde ich das ganz interessant, weil so wie ich alt genug ist, hat in den letzten 30 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Ernährungstrends vorbeigehen, sehen. Irgendwann waren Eier wahnsinnig ungesund, bloß keine Eier essen. Inzwischen ist das wieder ein anerkanntes Lebensmittel. Zucker hat keinen interessiert. Momentan ist Zucker das Gift schlechthin. Dazwischen waren es einmal die Fette. Irgendwann hieß es, isst zum Frühstück einen Apfel. Jetzt ist der Apfel aber mit Zucker, also problematisch. Und so weiter und so fort. Also das ändert sich auch noch dazu permanent. Und deswegen, wer bestimmt diese Normen? In einer Demokratie, in einem halbwegs offenen, sich bildenden Konsens, der durch eine transparente Diskussion stattfindet, ist das auch okay. Aber das ist es ja momentan nicht. Momentan entwickelt das irgendjemand, der dann vielleicht irgendwelche wissenschaftlichen Papiere oder eben auch nicht unterfüttert. Spätestens aber, wenn ich dann Algorithmen habe, die selbst lernen, da irgendwas raus entwickeln, werden das Blackboxes. Wir wissen es inzwischen längst. Ich meine, ich habe Freunde, die arbeiten beispielsweise mit solchen Dingen in der Finanzindustrie. Da macht irgendwie seine AI eine Entscheidung auf den Finanzmärkten und du brauchst nachher Wochen, wenn du das reingenieren willst, wie kam die zu dieser Entscheidung überhaupt? Und selbst das kannst du heute oft nicht mehr. Und da ist natürlich schon die Frage, da sind wir wieder dort, wo wir vorher waren, bei diesen rassistischen Algorithmen. Wie stelle ich sicher, dass das, was hier in Wahrheit gelernt wird, im Sinne einer Pfadabhängigkeit, von der ich aber leider gar nicht weiß, was richtig der Ausgangspunkt war, zu was sich das hinentwickelt, diese selbstlernende Intelligenz? Also ich glaube, dass es in Wahrheit noch viel zu früh ist, um diese Programme auf das loszulassen, wo sie momentan alles losgelassen werden. Das ist grenzwertig zum Teil. Also gerade wenn man sich überlegt, wie wichtig Finanzstrukturen und Ströme weltweit sind, dass zu 70, 80, 90% inzwischen von Algorithmen bestimmen zu lassen, ist eigentlich ein Wahnsinn. Und das betrifft letztendlich alle anderen Bereiche auch. Also für mich ist es immer so, was vielleicht ein Beispiel ist, das ich ganz anschaulich finde, ist, wo wir mit sowas, das ist noch keine echte künstliche Intelligenz, aber es ist im Prinzip so ein kleines elektronisches Helferchen, das uns buchstäblich den Weg durch unser Leben weist. Das ist ein Navigationssystem. Ich bringe das Beispiel, glaube ich, auch in Zero. Und das bringt mich von A nach B. Ich verwende die Dinge auch. Das ist wunderbar. Ich bin viel unterwegs, wenn ich in einer Gegend irgendwo in einen Leihwagen steige und dann von A nach B muss, dann gebe ich da auch ein, und die Systeme sind ja inzwischen gut. Vor 10 Jahren liefst du ja wirklich Gefahr noch, wenn der sagt, jetzt links abbiegen, dass dein Feld oder eine Hauswand ist. Inzwischen bringt mich das zuverlässig von A nach B. Ich kann sogar am Anfang beim Einsteigen noch programmieren, will ich den schnellsten Weg, will ich den kürzesten Weg, will ich den ökologischsten Weg oder was auch immer. Dann gebe ich das ein und dann fahre ich von A nach B. Und dann erklärt er mir vielleicht irgendwo unterwegs aber einmal, ja, wegen Stau auf der ursprünglichen Strecke schlage ich vor, fahren wir da woanders rum. Sage ich, ja, na gut, ich will ja nicht im Stau landen. Tatsache ist aber in Wirklichkeit, ich weiß nicht, lenkt er mich jetzt wirklich um, weil da Stau ist? Oder lenkt mich der um, weil der Navi erzeuge im Hintergrund einen Deal mit BP hat und nicht mit Shell? Und er auch weiß, ich muss jetzt irgendwann mal tanken und deswegen führt er mich bei BP vorbei. Es wird nicht so sein, aber wer weiß es schon, weil wir wissen es eben nicht. Das ist das große Problem dabei. Und das ist, wie gesagt, ein simples Beispiel dafür, was für Blackboxen wir hier eigentlich haben. Und jetzt denken wir, wie das ist, wenn uns so eine Software nicht nur sagt, fahr noch von A nach B, sondern so wirst du fitter, so wirst du gesünder, so wirst du intelligenter und so weiter und so fort. Plus, was vielleicht noch dazu kommt, wir verlieren ja auch Kompetenzen. Wenn wir beim Navi bleiben, viele Leute können sich heute in einer Großstadt überhaupt nicht mehr orientieren. Das
hat man neuen Technologien immer vorgeworfen. Ich zitiere das ja auch in Zero, dass schon vor 2000 Jahren der eine oder andere alte Grieche sich darüber beschwert hat, dass die Menschen lernen werden, ihr Hirn zu gebrauchen, weil jetzt, wo die Schrift auftaucht, während man nichts mehr sich merken müssen, sondern weil man alles lesen kann. Das sind ähnliche Vorwürfe, die heute auftauchen. Ein bisschen. Wir gewinnen ja dadurch aber ungeheure neue Kompetenzen zum Teil. Kann ich teilen? Ich glaube aber, dass wir Kompetenzen vom Mensch ins System verlagern beginnen. Dass nicht mehr der Mensch die Kompetenz hat, sondern das System. Einfachstes Beispiel, wenn ich zu einem Elektronik-Discounter gehe, habe ich dort einen Verkäufer, der mir die Beschriftungen vorliest. Er selbst hat überhaupt keine Kompetenz mehr. Ja. Das System hat die Kompetenz. Mhm. Wenn ich dieselbe Entwicklung mir bei einem Arzt vorstelle und dahinter steht eine AI, sodass der Arzt mir nur mehr erklärt, welchen Befund die AI ausgespuckt hat. Ist das eine Entwicklung, die mir schon Sorge macht. Was wir noch nicht ausreichend haben, woran ja momentan aber gearbeitet wird, ist sozusagen die Monitorfähigkeit des Menschen zumindest noch. Die Kompetenz wird trotzdem bis zu einem gewissen Grad verschwinden, da gebe ich Ihnen völlig recht, ins System hinein verschwinden. Was aber bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich noch aufrechterhalten bleiben sollte, ist die Nachvollziehbarkeit für den Menschen, wenn er es will. Weil wir haben das, in Wirklichkeit haben wir das in unserer Gesellschaft ja ganz oft. Ich meine, darauf beruht ja letztendlich unser wissenschaftliches System und unsere Art und Weise, wie wir mit Wissen umgehen als Individuum in einer Gesellschaft. Das ist ja so eine Diskussion, die man oft dann hat mit irgendwelchen Zynikern oder Polemikern, dass ja auch Wissenschaft nur ein Glaube sei. Weil du musst ja jetzt auch glauben, was der Wissenschaftler gesagt hat, weil du weißt es ja auch nicht alles. Aber der entscheidende Unterschied zu einem klassischen Glauben ist, ich kann es, wenn ich wollte, könnte ich es auch selber nachvollziehen in seinen Kausalitäten bis zum ersten Punkt, so wie es der Wissenschaftler auch machen kann, was ich bei einem klassischen Glauben nicht kann. Ne? Und diese systemische Nachvollziehbarkeit aufrechtzuerhalten, das, glaube ich, wird wichtig sein in diesem Kontext. Wie könnten wir dann unsere Gesellschaften mehr nach politischen als nach ökonomischen Mechanismen organisieren? Und da haben wir ja letztendlich auch wieder so einen komischen Antagonismus, der da aufgebaut wurde. In Wirklichkeit sollte man das ja nicht trennen. Das ist in Wahrheit so ein bisschen Thema meines jüngsten Buches Gier, dass wir hier ja letztendlich durchaus inzwischen Ideen haben, die das auch ermöglichen würden, nämlich so ganz grundlegende Modelle, die sich aber halt erstmal anfangen müssen durchzusetzen. In Wahrheit haben wir halt in den letzten 300-400 Jahren mit Beginn der Aufklärung ein paar sehr, sehr spannende und brauchbare Ideen zu Politik, zu Ökonomie entwickelt, aber leider auch ein paar unbrauchbare. Und die unbrauchbaren wird es jetzt mal Zeit, über Bord zu hauen. Dann bedanke ich mich mal jetzt für das Gespräch. Ich bedanke mich.